Aber wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wir sind so Jesus-Leute. Wir lieben Jesus. Richtig? Das ist, warum wir hier sind. Und so wie der David auch gesungen hat, danke für das Kreuz, mein Freund. Wir sind dankbar für das Kreuz. Und wir wissen, dass Jesus ist unser Freund. Unterm Strich ist es das. Und wir singen ihm und Jesus hat mein Leben total verändert. Total. Und deshalb liebe ich ihn, deshalb möchte ich mit ihm sein. Und deshalb machen wir auch, was wir machen, und deshalb machen wir auch das, was wir heute machen. Wir wollen Kinder segnen. Und ich möchte euch eine Schriftstelle dazu vorlesen. Wenn du deine Bibel mit hast, kannst du es gerne aufschlagen. Ansonsten kommt die Bibelstelle da hinter mir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du echt da bist und dass du uns heute dienst, dass du uns zeigst mehr, wie Jesus ist. Das ist unser Ziel und das ist dein Ziel, Heiliger Geist, dass wir mehr erkennen, wer Jesus ist und dass wir dann gerne zu ihm kommen, mit allem, wie wir sind. Amen. Markus Kapitel 10, Vers 13 bis 16. Da steht, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus segnet die Kinder, das ist das, was wir heute auch machen möchten. Ich habe ein paar Punkte hier rausgeholt, die wir sehen in dieser Begebenheit, die ich wichtig finde. Zuallererst, wer bringt diese Kinder zu Jesus? Es waren ihre Eltern. Warum bringen die Eltern die Kinder zu Jesus? Weil Jesus ist einfach der Beste. Richtig? Als Eltern möchtest du deine Kinder zu jemandem bringen oder an einen Ort bringen oder ihnen etwas zeigen, was gut für sie ist. So, Jesus war gut und den Menschen war das irgendwie klar. Diesen Eltern war das klar. Es war nicht so, wer weiß, was der mit unseren Kindern macht. Vielleicht irgendwas Arges, aber ist ja wurscht trotzdem. Kinder, geht's. Das wären komische Eltern. Aber diese Eltern haben gewusst, hey, Jesus, der ist gut. Und Eltern wollen, dass ihre Kinder etwas Gutes abbekommen. So, diese Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus. Wir als Eltern, wenn wir Jesus kennen und wenn wir erkannt haben, der ist gut, wir wollen auch unsere Kinder zu Jesus bringen. Richtig? Das ist das Beste oder eines der besten Dinge, die du als Eltern machen kannst für deine Kinder, dass sie Jesus treffen. Ja? Und als Eltern, wir glauben, dass jeder entscheidet sich selbst, ob er mit Jesus leben möchte oder nicht. Du kannst deine Kinder nicht dazu zwingen. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ, du bist auch Christ. So funktioniert das nicht, weil unser Gott liebt Freiwilligkeit, auch mit Kindern. Richtig? Kinder sind nicht, weißt du, einfach so Plastilin in unseren Händen und wir machen mit ihnen das, was wir wollen. Sie gehören uns nicht, sie sind uns anvertraut und wir wollen was Gutes für sie. Und als Eltern, wir bringen unsere Kinder zu Jesus, so wie machen wir das heutzutage, weil er ist ja nicht in Person, in Fleisch und Blut hier und jetzt sagen wir so, okay, Kinder, kommt's. Wie machen wir das? Wir wissen, dass Jesus, er lebt in uns, er ist allgegenwärtig, auch durch seinen Geist und wir wissen das. Wir können unsere Kinder zu Jesus bringen, indem wir über ihn reden, indem wir unsere Kinder an Orte bringen, wo Gottes Geist ist, Amen. Indem wir von seinem Wort reden, unseren Kindern erzählen, wer er ist. Bring deine Kinder zu Jesus. Bring deine Kinder nicht in eine Kirche oder zu einer Religion oder zu christlichen moralischen Verhaltensregeln. Bring sie zu Jesus. Amen. Und es gibt den Punkt bei Kindern, weißt du, wo sie Jesus, auch wenn sie in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, wo sie Jesus selbst treffen. Und das Schöne ist, dass Jesus möchte die Kinder treffen. Das sehen wir hier ganz klar. Jesus war ein ziemlicher, wie sagt man, er hat sich nicht schnell über etwas aufgeregt. Stimmt's? Wenn du siehst, ja, er war keiner, der so immer, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er das möchte, boah, das gibt's nicht, ah, was macht sie da? Aber das ist eine Begebenheit, da steht, Jesus wurde unwillig. Ist interessant, oder? Das ist etwas, wo Jesus wirklich Unmut gehabt hat über diese Situation. Und die Situation war folgendes. Die Eltern wollen ihre Kinder zu Jesus bringen und die Jünger, nennen wir sie mal seine Ordner, ja, oder seine
genau, seine Securities, die sagen so, nein, 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 das geht nicht, Leute, das geht nicht. Jesus hat echt gerade was Wichtiges zu tun. Der haltet gerade so eine, wisst ihr, Jahrtausendpredigt. Oder weckt gerade jemand von den Toten auf oder muss gerade ganz viel Leute irgendwie ernähren. So, der macht gerade was ganz Wichtiges, das geht gerade nicht. Oder vielleicht haben die Jünger einfach auch eine schlechte Einstellung Kindern gegenüber gehabt. Ja, Kinder, die sind immer so nervig, die sind immer so laut, die sind immer so mühsam. Ja? Was immer es war, warum sie gemeint haben, die Kinder sollen nicht jetzt zu Jesus kommen, Jesus war anderer Meinung. Und das Schöne für uns ist, wenn wir auch seine Jünger sehen, wir lernen von ihm, wir dürfen immer wieder auch erkennen, dass Jesus hat oft eine andere Meinung als wir. Ist dir das schon aufgefallen? Das ist ziemlich cool. Wenn du so Vorstellungen hast über wie es läuft und wer mit Gott sein darf und wen er nahe haben will und wie er so wirkt, wir müssen oft an den Punkt kommen, wo er sagt, na, so ist es nicht. Und die Jünger haben das erkannt und haben das akzeptiert. Jesus wurde unwillig. Was bedeutet das? Jesus möchte die Kinder nahe haben. Jesus meint, dass die Kinder sind qualifiziert, um mit ihm zu sein und ihn zu erleben und seine Liebe zu erleben und gesegnet zu werden. Amen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um zu segnen. Was bedeutet Segen? Einfach das Wesen Gottes sichtbar machen und austeilen. Und dass Jesus meint, hey, die Kinder sollen zu mir kommen und was abbekommen. Das ist cool. Und dann erklärt er auch noch, warum. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Hast du schon mal nachgedacht über das Reich Gottes? Wir beten ja, dein Reich komme und so weiter. Es gibt ein Reich Gottes, das ewig ist und für immer besteht. Und wem gehört das Reich Gottes? Ihnen? Den Kindern gehört das Reich Gottes. So, was ist das Reich Gottes wieder, ja? Wir können alle möglichen Vorstellungen haben, aber die Bibel selbst definiert das Reich Gottes. Im Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, oder Regeln, ja, über Essen und Trinken oder wir können auch sagen über äußere Formen und all das, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht etwas Sichtbares. Es sind keine Regeln, es ist kein Verhaltenskodex, es ist nicht irgendein Kirchenname. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat und wir jetzt vor Gott sein können, ohne Schuld, ohne Trennung, als seine Kinder mit ihm sein. Er ist mein Papa, Jesus ist mein bester Freund. Ich muss nichts verstecken, ich kann immer mit ihm sein und seine Liebe empfangen. Das ist Gerechtigkeit. Das ist das Reich Gottes. Ein bisschen mehr, juhu. Hey, wie gut ist das? Denke mal über das nach. Weil die meisten Menschen wissen irgendwie, da gibt es einen Gott und er ist so heilig, dass ich mich ihm eigentlich nicht wirklich nahen kann. Oder sie versuchen es durch was? Durch Selbstgerechtigkeit, richtig? Wenn ich mich besser, wenn ich das mache, dann kann ich Gott näher kommen. Und Gott lehnt das alles ab. All unsere Bemühungen lehnt er ab. Weißt du warum? Weil er ist ein guter Vater. Und ein guter Vater lässt seine Kinder nicht kämpfen um Liebe und den Stand, den sie haben mit ihm. Alles, was uns trennt von Gott, hat Jesus beseitigt am Kreuz. Amen. Er hat es für uns getan, er hat es weggeräumt und er sagt, jetzt ist fertig. Komm, komm und sei mit mir. Das ist das ganze Evangelium. Komm und sei mit mir. Das ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt, den Kindern gehört das. Nicht so, sie können auch zuschauen, sie können ein bisschen die Brösel abhaben, das gehört ihnen. Erzieh deine Kinder so, dass sie das wissen. Erzieh deine Kinder nicht mit einer religiösen Keule, weißt du, so Gott sieht die kleinen Sünden auch und bestraft sie gleich oder irgend sowas. Sondern ein Gott ist ein liebender Vater, er ist immer für dich, er steht immer zu dir. Er ist immer an deiner Seite. Amen. Du musst nicht um Liebe kämpfen, das ist das, was den Kindern gehört. Und wir als Eltern, wir bringen sie zu Jesus, indem wir ihnen das vermitteln. Und niemand von uns ist perfekt mit dem. Ja? Müssen wir auch nicht, aber wir haben einen perfekten Gott. Amen. Und zu dem bringen wir ihn. Es ist Friede. Hey, unsere Welt ist so unruhig. Stimmt's?
Kinder sind so viel Unfrieden ausgesetzt. Wenn ich das vergleiche, wie ich ein Kind war, da war kein Internet und all das Zeug, was jetzt so viel Unfrieden auch bringt. Aber das Reich Gottes ist Friede. Amen, es ist Friede. Friede da drinnen. Ruhe. Wie kommt Friede? Indem ich weiß, es ist okay. Gott schaut auf mich. Es ist gut mit mir. Er meint es gut mit mir. Er hat mein Leben in seiner Hand. Er hat einen guten Plan. Es führt mich, er ist mit mir. Er versorgt mich. Das bringt Friede. Amen. Er liebt mich. Ja? All das bringt Friede. Es gehört den Kindern. Amen. Es gehört ihnen. Und Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist voller Freude. Warum? Weil er ist Gott. Und Gott ist voller Freude. Er ist voller Freude. Ja? Wenn du liest, Jesus war gesalbt mit Freudenöl mehr als alle anderen Menschen. Jesus war nicht einfach so immer traurig und irgendwie so ein bisschen sauer auf die Welt. Ja? Sondern er war voller Freude. Ja, voller Freude. Und ich glaube, weißt du, wir können da auch noch mehr vertragen. Amen. Und es ist nicht so, ich erzähle euch jetzt ein paar Witze und ihr lacht, sondern sind wir mehr voller Freude. Abgesehen davon, dass ich nur wirklich einen Witz mir merken kann. Und der, sagen meine Kinder, ist wirklich nicht gut, so ich erspare ihn euch. Aber wenn wir den Heiligen Geist erleben, dann haben wir Freude. Mehr, das ist mehr als Spaß. Das ist Freude. Ja? Der Heilige Geist ist voller Freude. Er freut sich an dir. Amen. Er freut sich, wenn du mit ihm bist. Er ist voller Freude. Ja? Und das gehört den Kindern. Jesus sagt, den Kindern gehört das Reich Gottes. Es gehört ihnen dieser gerechte Stand. Es gehört ihnen Friede und es gehört ihnen Freude. Das ist ihrs. Und er ist unwillig darüber, wenn wir als Erwachsene den Kindern den Weg dahin versperren. So achte gut darauf, welchen Jesus du auch deinen Kindern vorstellst. Amen. Ja. Wehrt ihnen nicht. Es gehört ihnen das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das Reich Gottes ist ein Geschenk. All die Dinge, die kannst du dir nicht verdienen. Sollst du auch nicht. Sobald du sie verdienen würdest, wird das dem Charakter Gottes widersprechen. Und wäre es auch kein Geschenk mehr. Aber es ist ein Geschenk. Hast du schon mal ein Kind beobachtet, wie ein Kind ein Geschenk nimmt? Ja? Oh, danke. Okay. So meine Lieblingserinnerungen, wie unsere Kinder klein waren, war Weihnachten. Und es war oft so ein Weihnachten, weißt du was, diesmal halten wir es ein bisschen kürzer. Ja, ein bisschen weniger Geschenke, nicht zu viel. Und es hat eigentlich nie geklappt. Ja, es war immer urviel Zeug unterm Baum. Und unsere Kinder ja, waren auch, also es war jedes Mal so ziemlich dasselbe. Geschenk auspacken, yeah, danke, puh. Geschenk auspacken, yeah, danke, puh. Geschenk auspacken. So, wenn alles vorbei war, ist manchmal unter dem Weihnachtsbaum gerobbt worden, um noch zu schauen, ist da noch irgendwas? Ich habe es nie erlebt, dass unsere Kinder irgendwann gesagt haben, nach einem Geschenk, das habe ich nicht verdient. Aber ich verspreche, ich werde das nächste Jahr immer den Geschirrspüler dafür ausräumen. Okay, eins nehme ich noch, aber dann ist wirklich Schluss. Kinder nehmen Dinge, die man ihnen schenkt. Und das ist richtig so. Und wenn es um Gott geht, Gott möchte auch, dass wir das sind wie die Kinder. Dass wir wissen, da ist ein Geschenk für mich. Das ist geschenkt. Da hat schon wer bezahlt. Da bezahle ich nicht noch einmal. Jesus hat bezahlt für dieses Geschenk. Es ist ein Leben mit Gott, ein ewiges Leben voller Liebe, Freude, Friede. Und er reicht mir dieses Geschenk da, aber es ist an mir, ob ich es nehme. Er wird nicht, wenn ich wegrenne und sage, brauche ich nicht mehr, sagen, oh ja, du nimmst das jetzt. Sondern es ist einfach da. Und ich darf einfach sagen, mo, danke. Und ich nehme es. Und so darf ich jeden Tag leben als Kind Gottes. Richtig? Ich komme zu ihm und, oh, du hast heute wieder Geschenke für mich, mo, danke. Und ich nehme es. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wird nicht da hineinkommen oder wird es nicht erkennen oder erleben. Und wir alle wollen das Reich Gottes erleben. Amen. Wir wissen, dass wie diese Erde, wie die Welt hier ist, wir wissen alle, dass das kann es nicht sein. Richtig? Das kann es nicht sein. Da muss ein anderes Reich sein. Da muss wo was sein, wo alles einfach gut ist.
und das ist das Reich Gottes. Und wir nehmen es einfach an, wie ein Kind. Sagen Danke, das ist für mich. Amen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Was hat Jesus getan? Er hat die Kinder umarmt. Er hat sie hochgehoben. Er hat sie wertgeschätzt. Er hat sie lieb gehabt. Er hat sie nahe geholt. Er hat seine Hände auf sie gelegt und er hat sie gesegnet. Und das ist das, was wir heute auch machen werden. Wir werden unsere Hände auf Kinder legen und sie segnen. Und wir glauben, dass es eine geistige Kraft hat. Ja? Dass Eltern ihre Kinder heute bringen und dass wir unsere Hände auf sie legen und wir als Gemeinde alle auch für diese Kinder beten. Und sie segnen im Namen Jesu. Amen. Und wir glauben Gott dafür, dass sie in diesem Reich Gottes, dass sie ihr ganzes Leben lang nehmen werden und erkennen werden, diese Geschenke, die Gott für sie hat. Amen. Das größte Geschenk, das Gott für uns hat, ist sein Sohn selbst. Das ist der letzte Vers, den ich noch lesen möchte. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt diese Welt. Er liebt jeden. Er liebt sogar den, den du am allerwenigsten magst. Vielleicht deinen super nervigen Nachbarn oder Chef. Er liebt jeden. So sehr, dass er das Kostbarste gegeben hat, was er hat, seinen Sohn. Hat er gegeben für uns. Dass jeder, der glaubt, dieses Geschenk annimmt, nicht verloren geht, sondern was ewiges Leben hat, nichts verdient hat, ist ein Geschenk. Und wenn du heute da bist und du sagst, das habe ich noch nie so selbst für mich angenommen, dieses Geschenk, weil das Geschenk, weißt du, das nimmst du selbst für dich. Das lass Gott nicht auf die Erde plumpsen und sind alle, haben das einfach, sondern es ist für jeden und jeder nimmt es für sich selbst. Amen. Und so wie der Patrick schon gesagt hat, das ist das Beste, was du machen kannst. Das Beste. Dass du diesen Jesus annimmst, sagst, ich nehme dich als Geschenk. Ich glaube an dich. Mehr ist es nicht. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben. Du bist wieder auferstanden, du lebst. Und mein Leben gebe ich dir. So wie du deins für mich gegeben hast, gebe ich jetzt dir meins. Und ich nehme dieses Geschenk. Und ich habe ewiges Leben. Ich bin für immer mit Gott. So, wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dir das wärmstens empfehlen, dass du das heute machst. Ja, einfach du für dich selbst. Oder wenn du mit jemandem beten möchtest, mit dem du gekommen bist, dann mach das gerne. Aber wir wollen jetzt die Kinder segnen und ihr könnt auch die Kinder schon holen. Wir werden es so machen, dass die Kinder kommen jetzt und die Kinder werden, soweit ich weiß, ein Lied singen. Ja? Und das ist ein ganz einfaches Lied und deshalb möchte ich uns alle dazu mehr als ermutigen, auffordern, dass wir mitsingen. Okay? Habt ihr mich gehört? Ja. Irgendwie sind alle gerade irgendwo anders. So, die Kinder singen ein Lied und wir singen alle mit. Und noch besser, nicht nur singen, sondern wir machen sogar Bewegungen dazu. Aber es sind keine schlimmen. Ja, jeder wird das hinkriegen. Und dann, wenn die Kinder gesungen haben, dann möchte ich gerne, dass die Kinder vorne bleiben gleich. Und die Eltern kommen auch dazu. Und wir werden dann für jedes Kind einzeln beten, wenn das Lobpreisteam dann vielleicht was leise spielen kann. Und wir werden für die Kinder einzeln beten. Aber bitte bleibt da auch noch dabei dann in eurem Herzen. Ja, nicht schon, okay, gehen wir raus und plaudern mal, sondern machen wir uns eins und beten wir für diese Kinder. Die Kinder sind kostbar für Jesus. Amen, sie sind kostbar. Er sagt heute auch noch, lasst die Kinder, lasst es zu mir herkommen. Und wir glauben, dass Jesus heute auch noch, dass er die Kinder umarmt, dass er sie lieb hat, dass er sie segnet. Amen. So, geben wir ihnen einen Applaus, während sie kommen.